Homer fehlen glatt die Worte, hat er es doch vergessen, das Rezept der Erdbeereierlikör-Sahnetorte. Und fragt sich, wie die Torte geht, wenn er so vor den Erdbeeren, dem Tortenboden und dem Eierlikör steht. Homer mit Bart erst einmal die Erdbeeren in kleine Stücke schneidet, während Marge mit Lisa den Vanillepudding mit Sahnegeschmack zubereitet. Homer gibt dann noch in aller Ruhe dem abgekühlten Pudding etwas Eierlikör zu. Während Homer schön den Eierlikör genießt, bevor er den Pudding mit etwas Eierlikör auf dem Tortenboden gießt. Wie kann es denn auch anders sein? Homer drückt mit Bart die geschnittenen Erdbeeren noch in den Pudding rein. Homer konnte auch nicht lang verweilen, musste er doch noch Sahne schlagen und auf dem Pudding mit den Erdbeeren verteilen. Man tut es dann auch nicht bereuen, tut man noch Schokoraspel auf die Sahne streuen. Wie man schon vermuten tut, schmeckt die Erdbeereierlikör-Sahnetorte auch sehr gut. Und Homer will die Zeit gleich nutzen und mit Bart zusammen die Erdbeereierlikör-Sahnetorte auf einmal gleich verputzen. Was kann Homer denn dafür, sind doch in der Torte Erdbeeren und Eierlikör. Schnell war auch der Tisch gedeckt, weil die Torte lecker schmeckt. Und Homer bedauert es nun sehr, isst er mit Bart die Torte auf, hat er keine Torte mehr. Bart und Homer sich ums größte Stück Torte jetzt nun streiten und wollen demnächst wieder eine neue Torte zubereiten. Mit Bedacht wird dann ein neues Tortenrezept heute gemacht. Denn wie man ja nun sieht, hat Homer immer einen riesen Appetit.